Sie sind ungebetene Gäste und stören Friede. Angezogen vom Duft unseres Essens oder süßer Getränke, bekommen sie Appetit und sind auch schwer davon zu überzeugen, dass sie nicht willkommen sind. Man wird sie einfach nicht los, weil sie wollen einfach auch mitnaschen. Man kann halt vorsichtig versuchen, sie irgendwo zu vertreiben, aber halt eher ruhig, dass da nichts passieren kann. Es wird immer wieder propagiert, irgendwelche starken Düfte, also mit ätherischen Öle, Rauch und so weiter, Räucherstäbchen da draußen anzubringen. Das funktioniert nur teilweise. Sobald die Wespen die Getränke oder das Essen riechen, kommen sie. Martin Schwarz kennt sich aus mit Insekten. Er betreut im Linzer Biologiezentrum eine umfangreiche Sammlung. In puncto Wespen rät der Experte: Also das Erste ist mal Ruhe bewahren. Die Wespen, die kommen, wenn wir draußen etwas essen oder trinken, die haben kein Interesse, uns Menschen zu stechen. Das heißt, Wespen stechen Menschen von sich aus nur, wenn sie ihr Volk, ihr Nest bedroht fühlen. Abseits vom Nest greifen sie den Menschen nicht an. Doch nicht alle Wespen sind gleich hartnäckig und gleich aggressiv den Menschen gegenüber. Bekannt sind die sogenannten Erdwespen. Das ist so eine landläufige Bezeichnung für Wespenarten, den Bodennisten. Meistens handelt es sich dabei um die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Das sind die beiden Arten, die am aggressivsten sind und auch regelmäßig lästig werden. Und manche Wespenarten stören uns eigentlich gar nicht. Die sächsische Wespe zum Beispiel, die nistet häufig auf Dachböden. Die hat eine freihängende Nestkugel. Wenn man sich dort nicht ständig aufhält, dann kann man diese ruhig dort belassen, denn die sind relativ wenig aggressiv. Und die sächsische Wespe kommt auch nicht zu unseren Speisen und zu unseren Getränken, wenn wir draußen etwas konsumieren. 2022 ist ein durchschnittliches Wespenjahr. Generell werden die Insekten aber dramatisch weniger. Der Mensch beraubt sie ihrer Lebensräume. Das ist natürlich ein Problem, wenn man bedenkt, dass in den letzten 30 Jahren die Masse an Insekten um 80% zurückgegangen ist. Sie brauchen sich nur vorstellen, wenn Sie mit dem Auto gefahren sind, früher am Abend, was war? Die Windschutzscheibe war voll, Sie haben stehen bleiben müssen bei der nächsten Tankstelle und die Scheibe waschen, dass sie aussehen. Und wenn Sie das heute machen, wird Ihnen das gar nicht auffallen. Weil aber Insekten auch die Eiweißgrundlage für viele Vogelarten sind, schmerzt der deutliche Rückgang an Insekten umso mehr. Gönnen wir den Wespen also ein wenig das Mitnaschen, auch wenn es uns nervt.